Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch ein paar neue Produkte vorstellen, die sich bei mir eingefunden habe. Es sind insgesamt sechs, also es gibt schon noch was zu gucken. Und wir wollen jetzt noch mal schauen, wie sich das aus meinem letzten Video der Test ergeben hat. Hier habe ich den Becker Under Eye Brightener und hier habe ich meinen Lieblingsconcealer verwendet. Falls ihr das Video verpasst habt, ich werde es euch oben nochmal verlinken, dann schaut da erst rein. Und jetzt gucken wir uns das mal ungefähr 2, 2,5 Stunden später an. Inzwischen hat es sich auch ein bisschen abgekühlt draußen. Sieht sehr, sehr, sehr nach Regen und Gewitter aus. Oh, wollen wir hoffen, dass es danach etwas kühler ist. Ich nehme jetzt mein iPad, was hier steht, in die Hand und hole euch mal näher ran. Also nicht erschrecken, aber dann können wir nochmal genauer gucken, ne? So, Moment. So, das ist das Ergebnis vom Becker Under Eye Brightener, den ich auch an dem Mundwinkel und an der Nase eingesetzt habe. Sieht super aus, oder? Ihr seht, es ist nirgendwo reingelaufen, obwohl ich geschwitzt habe und es auch wirklich nicht kühl war. Sitzt nicht in meinen Falten. Ich kann euch das jetzt nicht mit der Hand zeigen, weil ich mit beiden Händen das iPad festhalte. Und das ist das Ergebnis von meinem Concealer. Der macht sich auch toll, keine Frage. Ist ja schließlich mein Lieblingsconcealer. Aber jetzt gucke ich noch mal nach unten und dann sehen wir, was unsere Augen, nee, nicht eure, meine Augenschatten machen. Könnt ihr es sehen? Ich kann es jetzt nämlich nicht sehen. Ich finde, es gibt einen Unterschied. Ich sehe es erst, wenn ich das Video fertig mache. Jo, stellen wir euch mal wieder hin. Ich hoffe, alles ist wieder gut. Entschuldigung, wenn ich jetzt direkt in das Ringlicht gucke, ist mir im letzten Video ständig abgestürzt. Ich habe das jetzt kritisch im Auge, aber noch hält es. Also ich finde, ich sehe schon einen Unterschied. Das sieht freundlicher aus und das ist auch freundlich, aber noch nicht so doll. Ich habe ja danach die Misha BB Cream aufgetragen. Die hat auch langsam ihren Glanz wiedergekriegt. Die ist ganz fein, wirklich ganz, 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 ganz fein. Schwärme ich für. So, was habe ich denn Neues? Als erstes möchte ich euch ein Produkt von The Ordinary zeigen. Ihr wisst, ich mag das. Habe ich mein Video drüber abgedreht. Oh, ich habe Kaffee getrunken mit Mandelmilch. Da klebt man einem immer die Lippen so von. Alles gut. The Ordinary habe ich mir einen Cleanser besorgt. Und zwar diesen hier. Ich mache mal die Brille auf. Ich habe ihn noch nicht ausgepackt, noch nicht ausprobiert. Das ist ein Based Face Cleanser and Make-up Remover. Ich habe viel Gutes drüber gehört. Und als ich den Under Eye Brightener bestellt habe, fehlte mir noch so ein bisschen zur portofreien Versendung, weil den Brightener habe ich in England tatsächlich bestellt, weil ich ihn in Deutschland nicht gekriegt habe. Und da mir etwas fehlte, habe ich gedacht, dann nehme ich den mit, weil den wollte ich schon länger mal ausprobieren, weil ich viel Gutes darüber gehört habe. Es sind 50 Milliliter darin und den trägt man auf, indem man, glaube ich, erst das Gesicht etwas anfeuchtet von dem Cleanser, dann aufgibt und ein bisschen einmassiert und dann mit lauwarmem Wasser wieder abwäscht. Und es soll super zur Haut sein, nicht aggressiv. Und wie gesagt, die Ordinary-Produkte finde ich vom Feinsten. Ja, genau. Dispense product into hands. Wrap together to warm the product. Genau, so. Ich habe es nicht falsch gesagt. Das Gesicht vorher nicht anfeuchten. Ist ja auch Blödsinn, wenn Make-up drauf ist. Ihr nehmt das Produkt in die Hände, reibt es ein bisschen, damit es erwärmt wird. Und dann reibt ihr euch das übers Gesicht und spült das mit warmem Wasser ab und schon ist die Sache gegessen. Werde ich testen, werde ich vom berichten, spätestens beim Aufgebaut. Noch neu habe ich von Lord & Barry, das war in der Look Fantastic Box diesen Monat drin, einen Lippenstift. Lord & Barry ist nicht ganz günstig. Ja, es ist ein Crayon-Lippstift, Lippenstift und den probieren wir jetzt einfach auf. Und das ist die Farbe Antique Pink. Den probieren wir jetzt auf, habe ich gerade, ne? Ne, den probieren wir jetzt aus. So sieht er aus. Und das ist die Farbe. Und den tragen wir jetzt gemeinsam auf.
aus. Sag mal, ist. Ich glaube, die Hirnzellen werden durch diese Hitze komplett vernichtet. Geht es euch auch so? Den probieren wir jetzt gemeinsam aus. So, jetzt habe ich's. Pink ist ja nicht so meins, ne? Der riecht gut. Der riecht wirklich richtig gut. Dann können wir nämlich bis zum Ende des Videos gucken, wie er sich hält. Ich mache nichts weiter drüber, kein Gloss, kein gar nichts. Nicht unschick, ne? Also ich habe ja so viele Lippenstifte und Lippenprodukte, die ich niemals aufbrauchen werde. Aber in diesen Abo-Boxen ist fast immer einer drin. Aber der fühlt sich gut an, ist nicht batschig, ist eher auf der matten als auf der glänzenden Seite, aber ich finde ihn gut, ist angenehm, also nicht so, ja, hatte ich glaube ich gesagt, batschig, ne? Läuft nicht so in die Falten bis jetzt, gucken wir mal, ob er runtertrocknet. Unter einem Video hat mir eine Zuschauerin von mir empfohlen, weil ich suchte nach einem wirklich gut haltbaren Kajalstift. Weil gerade bei diesen Temperaturen ist das Zeug ja immer irgendwie ratzfatz weg. Also selbst wenn da drauf steht, wasserfest. Und sie hat mir die Empfehlung gegeben, bei Urban Decay zu schauen. Und zwar den Urban Decay Guide on Eye Pencil 24/7. Habe ich natürlich gleich bestellt, kriege ich ja nichts, ne? Weil Tipps sind mir immer willkommen, das wisst ihr. Und das ist in der Farbe Black Market, was sonst. Gibt es aber auch in vielen anderen Farben. Also ihr müsst nicht, wie ich, schwarz verwenden. Ihr könnt auch andere Farben. Ich glaube, da war auch blau, grau. Schaut da mal. So sieht das gute Stück aus. Den Preis, also ich werde euch den verlinken, da könnt ihr dann nachschauen. Und 24/7, finde ich, klingt sehr, sehr vielversprechend. Das bedeutet ja, wenn ich mir den jetzt auf die Wasserlinie auftrage, ich glaube, ich mache das mal und gucke mal, ob der sich wieder abträgt. Dann habe ich noch einen tollen Tipp bekommen. Ich habe heute schon wieder ganz komische Sachen. Vorher mit einem Wattestäbchen die Wasserlinie trocken machen. Ich hoffe, das kann mein Auge ab und tränt nicht gleich wieder. Auch geht ganz gut. Denn alleine dadurch soll das Produkt schon besser halten und länger halten. Übrigens auch ein toller, toller Tipp. Wie gesagt, habt ihr spezielle Tipps für mich, immer schön in die Kommentare. Und auch wenn ihr Produktempfehlungen habt, die ihr richtig, richtig toll findet, da gucke ich auch. Probier das aus. Der kommt jetzt auch auf die Wasserlinie. Wo ich das nicht mehr ganz so häufig mache wie früher, machen wir es heute mal. Das ist jetzt wirklich hart, wenn ich das jetzt so sehe, weil ich das schon so lange nicht mehr so gemacht habe. Es ist schon hart, wenn man die Augen dann sieht, wie stark das verändert. Das ist krass. Jetzt nehme ich noch mal und wische das hier so ein bisschen weg. Das heißt, ich vermasche das da drunter ein bisschen. Wow, das ist wirklich krass. Und jetzt überlegt euch mal so, bin ich früher immer rumgelaufen. Hat sich schon einiges verändert in meiner Make-up-Routine, muss ich ganz ehrlich sagen. Lassen wir so. Da kommt die Molly. Lassen wir so und testen wir so. Na, das kann jetzt weg. Also, auch der kommt wieder. Also bis jetzt die beiden Produkte. Dann habe ich was ganz Interessantes bekommen.
war auch in der Abo-Box. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ihr kennt die Firma Bella Pierre mittlerweile, weil das sind auch Produkte von der Firma, die immer gerne in Abo-Boxen sind. Allerdings sind die im hochpreisigen Segment. Also es ist keine Drogeriemarke, sondern zählt schon eher zum High-End-Bereich. Ich habe mir noch kein einziges Produkt davon gekauft. Ich habe es bis jetzt immer nur erhalten. Und das soll sein ein Mineral Blush in der Farbe Amaretto. Jetzt guckt mal, wie das aussieht. Ich habe erst gedacht, das ist so ein Afrika-Puder oder so, wisst ihr, als ich das gesehen habe, weil ist nicht gerade klein, ist ziemlich hoch. Darin sind 6 Gramm. Naja, wollen wir mal schauen. Kommt so daher. First Impression, weil da klebt die Folie noch drin. Jawohl. Mal gucken, ob wir die rauskriegen, ohne den Fingernagel zu opfern. Das finde ich immer etwas schwierig, weil da ist dann auch nicht so ein Schnippel, der irgendwo, doch da. Da ist ein Schnippel, der hochsteht. Aber wenn man so Wurstfinger hat wie ich, kann man den nicht so leicht erwischen. Könnte auch eine Pinzette nehmen, ne? Machen wir auch. Ja, warum denn nicht gleich so? Immer so umständlich. Frau H. Junge, das saß aber mal dolle drin. So. So sieht es jetzt aus. Ich traue mich nicht. Aber ich mache von dem Produkt jetzt mal ein bisschen in den Deckel. Stups, stups. Jawohl, hat geklappt. Wollen wir mal gucken. Und hier habe ich jetzt auch Produkt drauf. Seht ihr, das sind wie so kleine Perlen. Das kommt nicht so ganz fein da heraus. Ja, Mineralpuder. Daran könnte es vielleicht liegen. Wollen wir mal ausprobieren, nicht wahr? Ich bin gespannt, wie sich das auf der Haut verhält. So sieht es jetzt aus. Ich glaube, ich muss ein bisschen übertreiben, weil sonst seht ihr nichts. Ich musste nämlich mehr Licht anmachen, weil draußen ist es schon so diesig. So. Lässt sich relativ gut verteilen. Hat kein bisschen Glow. Nehme noch mal was nach. Also hat nicht ein bisschen Glow. Die Farbe ist sehr hübsch. Ich hoffe, ihr seht, es ist schon ordentlich. Wenn er sagt nachher wieder, oh, du hast heute ein Video gedreht. Weil dann sehe ich immer ganz speziell aus. Ich hoffe, ihr könnt den Farbton erkennen, weil ich kann jetzt hier in meinem Monitor nicht so besonders viel sehen. Den verlinke ich euch auch und ich bin sicher, dass der mehr als 10 Euro kostet. Jetzt habe ich noch zwei Produkte, wovon ich bei einem sehr gespannt war. Also einmal habe ich wieder die Aiko. Ist auch ein bevorzugtes Produkt in Abo-Boxen Aiko, Produkte von Aiko, die auch ziemlich hochpreisig sind. Das ist jetzt die zweite Mascara, die ich von denen bekommen habe. Ich lasse die jetzt zu, weil die kommt in eine Verlosungsbox. Weil eine habe ich schon auf, die schon ausprobiert, ist schön schwarz, hat ein tolles Bürstchen, ist etwas mehr als eine Probegröße, total toll für die Handtasche, packe ich in die Verlosungsbox und sammle dort Produkte, die ich euch dann gerne zum Ausprobieren zur Verfügung stelle. Aber ich habe mir noch eine Wimperntusche gekauft. Und zwar Lash Princess Essence. Jetzt denkt ihr ein oder andere, der mich öfter guckt, hoch, du hast doch schon zwei. Stimmt, ich habe zwei. Ich habe einmal eine grüne, die ist nicht wasserfest, ist eine ganz normale. Ich habe eine blaue, die ist wasserfest und hat das gleiche Bürstchen wie die grüne. Und das hier ist jetzt die dritte im Bunde, weil mehr gibt es davon auch nicht. Aber das ist die, die extra Volumen machen soll, weil die anderen curlen die Wimpern länger und diese soll auch noch Volumen machen.
Und da habe ich gedacht, die probiere ich auch, weil es günstig kriegt ihr in jeder Drogerie. Also Easy Peasy ist meine ausgesprochene Lieblingsmascara. Ich finde die toll, die performt toll, die sieht süß aus, wobei das ja eigentlich keine Rolle spielt. Und bei ihr ist das Bürstchen auch anders. Seht ihr, so ein bisschen gebogen und ist eine haarige Bürste. Wie heißen die nochmal? Na, ist ja egal. Aber wunderbar. Ich habe jetzt schon eine Schicht drauf. Jetzt gucken wir, ob wir noch eine drauf machen können. Ja. Also bei der wasserfesten funktioniert das Nachtuschen nur bedingt, weil die Wimpern schon sehr fest von dem Produkt umschlungen, umschlossen werden. Und bei dem hier ist ein bisschen leichter. Also ist jetzt auch First Impression, als ich sie heute Morgen das erste Mal aufgetragen habe, für das Video, was ihr hier vorgesehen habt. Jo, die macht Wumms. Guck mal. Da ich ja gar kein Wimpernserum mehr benutze, muss ich ganz ehrlich sagen, dass meine Wimpern im Moment in einem tadellosen Zustand sind. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es läuft. Nicht übel, oder? Ja, ihr Lieben, was macht denn eigentlich der Lippenstift? Der ist immer noch nicht ganz. Also er ist nicht trocken, er ist nicht matt runtergetrocknet. Fühlt sich immer noch cremig an. Er ist genauso farbintensiv wie vor etwa 10 Minuten. Die Farbe gefällt mir für mich ziemlich gut. Ja, auf meiner Wasserlinie sieht es auch gut aus. Bin ich auch soweit zufrieden. Und wir sprechen über die Produkte nochmal, wenn ich sie hinreichend getestet habe. Aber das ist jetzt so First Impression und ich bin damit schon sehr, sehr, sehr zufrieden. Jetzt können wir noch ein bisschen Fixing Spray, ihr wisst, ne? Auch schon öfter verlinkt. Das ist das von Balance Me. Mag ich immer noch super gerne und habe ich lange und es fühlt sich immer noch total voll an. So sehe ich jetzt aus. So bin ich zufrieden und hoffentlich regnet es jetzt bald. Ist total grau draußen. Aber immer noch schwül. Ich war jetzt zwischendurch mal kurz und habe gedacht, boah, ist als wenn du in so eine warme Wand läufst. Egal, machen wir das Beste draus. Auch hierüber werde ich nochmal berichten, ganz bestimmt. Alles klar, ihr lieben Süßen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.